Klimakollaps, Naomi Kleins Streitschrift für die Umwelt. Trauer und Wut, was verändert die Katastrophe? Unterschätzt, lebendige Kunstszene in Afrika. Wenn Sie die Globalisierungsgegnerin Naomi Klein gleich sehen, wie sie auf dem Frankfurter Römerberg gegen die Macht der Banken und Konzerne wettert, könnte manch Mächtiger es mit der Angst zu tun bekommen. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Die attraktive Kanadierin ist der Superstar der Globalisierungskritiker und ihr neues Buch Die Entscheidung wird ein Bestseller. Mit der Entscheidung meint Naomi Klein, dass wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Nicht wir als Einzelne, sondern auch die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft. Ob der Einzelne jetzt statt schnellerer, grünere Autos kauft, sei nicht so entscheidend. Grün aber eben trotzdem immer mehr. Diese Maßlosigkeit sei genau das Problem. Und die Umkehr davon schwer. Aber machten wir weiter, sei die Katastrophe des Klimawandels nicht mehr aufzuhalten. Der Neoliberalismus, sagt sie, kennt keine Solidarität mehr, keine Beschränkung, nur noch Meritokratie und Geld. Cornelius Jansen über eine bemerkenswerte Frau, die es sich am Ende aber vielleicht doch zu leicht macht. Die Meeresspiegel steigen. Die Polarkappen schmelzen. Extreme Wetterbedingungen bedrohen die Lebensgrundlage der gesamten Menschheit. Seit Jahrzehnten wird über die Folgen des Klimawandels diskutiert. Doch nichts passiert. Beim Klimawandel gibt es eine klare wissenschaftlich belegte Deadline, das Ende dieses Jahrzehnts. Wenn wir bis dahin nicht umsteuern, stehen wir vor einer existenziellen Krise der Menschheit. Naomi Klein. Die kanadische Autorin ist mit kapitalismuskritischen Büchern zum Star geworden. In ihrem neuen Buch Die Entscheidung, Kapitalismus versus Klima, stellt sie die Frage, warum wir trotz zahlreicher Klimagipfel weiter auf die Katastrophe zusteuern. Wir müssen uns entscheiden, Kapitalismus oder Klimaschutz. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir die Emissionen drastisch reduzieren. Das würde die Wachstumslogik des Kapitalismus insgesamt infrage stellen. Gemeinsam mit einem kleinen Team hat sie 5 Jahre an dem 700-Seiten-Werk gearbeitet, hat neueste Studien zusammengetragen, mit Aktivisten und Wissenschaftlern gesprochen. Mit ihrem Mann hat sie zudem einen Dokumentarfilm zum Buch produziert. Ihre Botschaft: Die Zeit läuft uns davon. Um die Erderwärmung bis ins Jahr 2050 unter 2 Grad Celsius zu halten, müssten Öl-, Gas- und Kohleindustrie 5-mal weniger Kohlenstoff als geplant ausstoßen. Die Unternehmen müssen permanent neue Ressourcen ausfindig machen oder sie kollabieren. Lässt sich dieses Geschäftsmodell mit dem Überleben der Menschheit vereinbaren? Ich denke nicht. Bereits jetzt steuern wir auf 4 bis 6 Grad Erwärmung zu, mit verheerenden Folgen. Dafür macht Naomi Klein vor allem das Profitstreben der Megakonzerne verantwortlich. Ein Beispiel: die Tar Sands im kanadischen Alberta, das zweitgrößte Ölförderungsgebiet der Welt. Eine Fläche vergleichbar mit Großbritannien. Die Ölförderung aus Teersand, ein Milliardengeschäft. Doch im Vergleich zur herkömmlichen Ölgewinnung steigen die CO2-Emissionen bis auf das 5-fache, die Erde lebendig gehäutet, so beschreibt Klein die aggressiven Fördermethoden der Ölbranche. I think of the tar sands as the hole at the center of my country. An undertaking so vast and violent that we have trouble looking at it. It has changed us, this great machine that pretends to turn nature to its will. My country used to actually have a really good climate policy. Mein Heimatland Kanada hatte einst eine vorbildliche Klimapolitik. 1988 haben wir sogar die erste Klimakonferenz ausgerichtet. Heute liegt Kanada 30% über den Auflagen des Kyoto-Protokolls. Das liegt daran, dass alle von den Megaprofiten geblendet wurden. Doch wie konnte es dazu kommen, dass für Regierungen der Profit riesiger Konzerne wichtiger geworden ist als der Schutz des Planeten? Als 1988 erstmals die Folgen des Klimawandels bekannt werden, setzt sich eine politische Ideologie durch, die die Freiheit der Märkte über alles stellt und den Klimaschutz von der Agenda streicht.
Unser Weg zum Wohlstand liegt nicht in Bürokratie oder der Verteilung von Gütern, sondern in weniger Staat und mehr Freiheit für den Unternehmer. Klimawandel steht für eine kollektive Krise, die kollektive Anstrengungen erfordert. Doch sie traf uns zu einer Zeit, in der Margaret Thatcher sagte, dass die Gesellschaft an sich nicht existiere. Jede Form von Regulation wurde als unerwünschte Kontrolle gebrandmarkt. Doch die Krisen der vergangenen Jahre haben die Heilsversprechen des Neoliberalismus jäh zerstört. Vergangene Woche Blockupy Frankfurt. 20.000 Menschen demonstrieren gegen die Macht der EZB. Mit dabei Naomi Klein. Der Auftritt bei Blockupy, geschickter Auftakt der Werbekampagne für ihr neues Buch. Ich habe heute eine besondere Botschaft an die EZB. Ihr seid die wahren Vandalen, denn euer Vandalismus betrifft den ganzen Planeten. Ihr zündet keine Autos an, ihr setzt die Welt in Flammen. In Frankfurt wollte ich darauf aufmerksam machen, dass die Austeritätspolitik der EZB Länder wie Italien, Spanien, Portugal oder Griechenland im Ausbau regenerativer Energien dramatisch zurückgeworfen hat. Diese Länder waren dabei, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Mit dem Spardiktat wurden diese Pläne zunichte gemacht. Die Zeit für eine Klimarevolution ist gekommen, sagt Naomi Klein. 9 Monate vor dem nächsten UN-Klimagipfel in Paris will sie ein breites Bündnis zwischen Kapitalismuskritikern und Umweltschützern herbeiführen. Blockadia, so nennt sie ihre Vision. Eine gerechte Welt ohne Monopolkonzerne. Wie diese Welt konkret funktionieren soll, lässt sie offen. Sie selbst schreibt, dass der Film zum Buch mit Fördergeldern der Ford Foundation produziert wurde. Und Ford hält Millionenanteile an Shell und BP, Konzerne, die nicht gerade durch ihre klimafreundliche Politik bekannt sind. Wie lebt es sich mit solchen Widersprüchen? Auch ich bin nicht ohne Makel. Ich bin hierher geflogen mit einer Branche, die auf fossile Rohstoffe setzt. Ich lasse mich aber deswegen nicht davon abhalten, meine Stimme zu erheben. Ich versuche lediglich, transparent mit meinen eigenen Widersprüchen umzugehen. Vielen Dank. Die Kapitalismuskritikerin bleibt in genau diesen Widersprüchen gefangen. Dort, wo sie Alternativen entwerfen könnte, setzt sie auf Polemik gegen Konzerne und Politiker. Aber vielleicht liegt darin das Geheimnis, weshalb Naomi Klein mit ihren einfachen Botschaften immer wieder auf den Bestsellerlisten landet. Auch die ganze Welt zu retten, kann ein erträgliches Geschäft sein. Einen längeren Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm finden Sie auf unserer Website. Es gibt die große Welt und unsere kleine. Montabaur ist ein Städtchen im Westerwald mit rund 10.000 Einwohnern. Warum bringt ein junger Mann, der dort aufs Gymnasium ging, im Segelfliegerverein war, 2008 eine Pilotenausbildung bei der Lufthansa anfing, jemand scheinbar Normales, der, so wie die Auswertung der Flugdaten zeigt, sich kurz vorher noch mit dem Kapitän, Zitat, heiter und höflich unterhielt, warum verriegelt der sich dann im Cockpit und lenkt das Flugzeug mit 150 Menschen in den Felsen? Der Trick, der nach 9/11 solche Attentate eigentlich verhindern sollte, die von innen verschlossene Cockpit-Tür, hier war sie die Falle. Der Fokus verschiebt sich vom technischen Versagen, von den Ursachen hin zu den Menschen. Der Pilot als Mörder. Den Begriff des Pilotensuizids nahmen heute bei den Pressekonferenzen weder der französische Staatsanwalt noch der Lufthansa-Chef in den Mund. Wir sind betroffen und erschüttert. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich das noch mal verstärkt. Mit dem, was heute zu meiner Kenntnis gebracht wurde, hat es sich aber noch mal verstärkt, wenn es sowas überhaupt geben kann. Wolfram Eilenberger, promovierter Philosoph und Chefredakteur des Philosophie-Magazins. Er ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Guten Abend, Herr Eilenberger. Guten Abend. Herr Eilenberger, da wollte man nach 9/11 alles richtig machen. Das Böse sollte es nie mehr ins Cockpit schaffen. Und jetzt verschanzt sich das Böse genau dort. Und keiner kommt da rein. Was bedeutet das?
Ja, zunächst einmal ist jetzt mit diesen neuen Ereignissen eine Verschiebung zu beobachten von einem Unverfügbaren der Technik zu einem Unverfügbaren des Menschen und des Piloten. Und ich glaube, das allein schon ist eine Komplikation, die man vielleicht nicht ausreichend bedacht hat. Und wir fragen ja jetzt auch nicht mehr nach Ursachen, sondern wir fragen nach Gründen und nach Motivation und Intention. Und dieses menschliche Faktor und die menschliche Unverfügbarkeit, das ist eine, die offenbar noch sehr viel schwerer zu kontrollieren ist als die der Technik. Dabei meinten wir auch das irgendwie im Griff zu haben. Wir meinten zu wissen, wie so ein Selbstmordattentäter ist nach 9/11. Also wir denken sofort, da muss ein religiöser, ein islamistischer Hintergrund sein. Und jetzt kommt so jemand aus Montabaur, aus einem kleinen Städtchen in Deutschland. Das Menschliche ist noch wesentlich weniger erfassbar als das Technische. Ja, in der Tat, mit Sigmund Freud könnte man sagen, dass gerade das Heimliche unheimlich ist. Und wir haben bisher die Gestalten des Bösen als kulturell andere, Fremde und Verrückte dämonisiert. Und hier scheint es der Fall zu sein, dass etwas ganz Alltägliches in unserer eigenen Welt, Lebenswelt eingelassen ist, die Ursache solch einer Katastrophe ist. Und das zeigt doch vielleicht deutlich, dass man den Menschen selbst nicht kontrollieren kann und dass man den Menschen selbst in seinen Motivationen nicht durchschauen kann, dass wir füreinander doch in irgendeiner Form fremd, opak und undurchschaubar bleiben. Und dennoch hat man heute bei diesen Pressekonferenzen sowohl des Staatsanwaltes als auch des Chefs der Lufthansa deutlich gemerkt, dass man versuchte, immer wieder das Ganze auf etwas Sachliches runterzubrechen. Also gerade der CEO der Lufthansa, der immer wieder die Ausbildung der Piloten pries und wie psychologisch gut die geprüft seien. Und die Zeit hat ja heute das Gütesiegel der Lufthansa, den Kranich, im fliegenden Fall gezeigt. Spiegelt sich in diesem Unglück auch die Krise, zum Beispiel der Lufthansa oder ganz allgemein? Also ich würde von solchen Deutungen strikt abraten. Sie scheinen mir auch gar nicht am Platze. Die Frage ist allgemein, wie theoriefähig, wie vernunftfähig, wie durchdringungsfähig solch ein Fall ist, auch von psychologischer Seite, ob es hier wirklich eine Enderklärung oder ein psychologisches Profil gibt, das uns darüber Aufschluss gibt, warum dieser Mann so gehandelt hatte. Das halte ich für zweifelhaft und auch gefährlich. Und ich würde die Lufthansa mit den psychologischen Tests und den anderen Tests hier auch nicht unter Druck setzen. Ich glaube, es gibt hier die Gefahr einer Überrationalisierung und einer Übertheorisierung. Vielleicht müssen wir einfach annehmen und einander annehmen als Menschen, die zu Dingen fähig sind, die wir uns nicht vorstellen wollen. Wie erklären Sie sich den allgemeinen kollektiven Run auf diese Sache? Also es sind wohl mehr Journalisten in Südfrankreich oder man könnte den Eindruck haben als Helfer. Was ist auch für die Deutschen kollektiv hier los? Also zunächst einmal ist es ein rein egozentrisches Bedenken. Das hätte auch ich sein können. Jeder war mal in einer Maschine. Jeder kennt diese Situation. Zum anderen, glaube ich, ist es auch eine Art Sicherheitsnarzissmus in Deutschland. Wenn wir von anderen Ursachen und Unglücken hören, wie in Malaysia, wie im Kongo, dann denken wir, ja, das kann dort passieren. Die Maschinen sind nicht gewartet, das Personal ist nicht gut. Und das trifft auch in die deutsche Selbstbeschreibung, dass eine deutsche Maschine und ein deutscher Pilot zu so etwas fähig ist. Das sind Dinge, die wir über uns selbst uns nicht vorstellen wollen. Und ich glaube, das hat auch etwas mit angekratztem Nationalstolz und einem Selbstbild zu tun. Doris Dörrie, die Regisseurin, die einen Todesfall in der Familie hat, ihr Mann ist an Krebs gestorben, die hat gesagt, in diesem Sterben ist auch etwas sehr Lebendiges. Geht es einer Gesellschaft, die sich nicht lebendig fühlt, bei einem solchen Fall darum, sich da quasi etwas Lebendiges in diesem Sterben zu holen? Es gibt sicher eine Intensivierung der Wahrnehmung und auch sicher eine Art pornografischen Voyeurismus. Das muss man ganz klar festhalten. Ich glaube, dieser Fall zeigt auch etwas anderes. Er zeigt, dass das Unverfügbare der Technik eine Bedrohung ist, aber dass es eben auch einfach so ist, dass die Tatsache, dass wir Menschen nicht kontrollieren und voraussagen können, so schrecklich dieses Ereignis sein mag, hat gerade in Zeiten einer Durchmechanisierung und Durchtatarisierung des Menschen fast etwas Tröstliches. Das heißt, dieses Irrationale und rein Böse, das jetzt uns als destruktiv erschienen ist, ist ja oft auch das, was das Leben lebenswert und intensiv macht. Diese Unverfügbarkeit des Menschen ist also nicht etwas, was wir nur dämonisieren sollten, sondern es ist auch ein wesentlicher Teil unserer Freiheit. Sie haben davon gesprochen in unserem Vorgespräch, das Dämonische, was die Welt mit sich reißt, das dieser Mann getan hat. Ist das etwas, worüber man sprechen kann? Ja, ich denke, es ist ja nicht nur ein Suizid und nicht nur ein Selbstmordgedanke, der für diese Handlungsweise offenbar treibend war, sondern da wollte ein Mensch mehr als nur sich selbst umbringen. Er wollte eine ganze Welt
mitnehmen. Er wollte offenbar die Welt um sich herum auslöschen. Und das ist wohl das, was man eigentlich das Böse nennt oder auch das Dämonische. Das geht über das Ende der eigenen Existenz hinaus. Und der eigentlich katastrophale Todeswunsch ist ja nicht nur der, dass man selbst stirbt, sondern dass die Welt selbst mit einem untergeht. Das hat oft etwas sehr Narzisstisches und damit Destruktives. Und ohne jetzt eine Deutung dieser Person oder ihrer Motivation gleich vorgreifen zu wollen, geht es hier, glaube ich, gar nicht um einen Selbstmord, sondern eher um den Wunsch, dass die Welt, so wie sie ist, nicht existieren sollte. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Eilenberger. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Heute stellte das Göttinger Institut für Demokratieforschung eine Studie über die Politikverdrossenheit deutscher Manager und Unternehmer vor. Das sind ja sachliche, zahlenorientierte Leute. Und für die ist offensichtlich auch Demokratie eine Frage der Rendite. Ein Zitat aus der Studie: Sollten nicht demokratische Gesellschaften eine anhaltend größere wirtschaftliche Dynamik entfalten, müssten auch wir überlegen, unsere Demokratie zurückzufahren. Das ist ja vielleicht auch interessant für Noomi Klein. Wir gehen auf diese Studie morgen genauer ein. Ein Feindbild der Wirtschaftsbosse ist übrigens die Presse. Klassische Zeitungen abonnieren sie schon länger nicht mehr. Das gibt es ja alles umsonst. Jetzt bläst die Presse aber zum Gegenangriff. Paid Content heißt, Zeitungslesen soll auch im Internet wieder kosten. Zeitung? Nur gegen Bezahlung. Bei der gedruckten Süddeutschen Zeitung gilt das seit Jahrzehnten. Seit neuestem auch im Internet. Fast 2 Jahre haben sie bei der Süddeutschen gebrütet, sich neu organisiert, sogar umgebaut. Denn auch die Süddeutsche kämpft mit sinkender Auflage. Nun soll Online-Chef Stefan Plöchinger es richten und mit süddeutsche.de endlich mehr Geld verdienen. In diesem Haus arbeiten hunderte Journalisten jeden Tag daran, die Welt ein bisschen verständlicher zu machen. Und diese Journalisten leben nicht von Luft. Und wir werden auf Dauer mit dem Anzeigengeschäft im Internet nicht das Geld verdienen, das wir brauchen, um diesen Journalismus zu machen. Deswegen ist es extrem wichtig, neue Wege zu versuchen. Mit neuem Look und neuem Inhalt. Alle Artikel der gedruckten SZ gibt's jetzt auch digital. Aber nur noch 10 pro Woche sind kostenlos. Für Filme und Musik zahlen Nutzer im Netz inzwischen ja auch. Nur für Zeitungsinhalte sind sie dazu noch nicht bereit. Das hat eine Studie von Medienberater Christian Hoffmeister ergeben. Kann da eine Paywall funktionieren? Ich glaube, viele Menschen, die sich gewöhnt haben daran, dass etwas kostenlos ist, werden erstmal verschreckt sein, teilweise sogar verärgert. Ich glaube, den Effekt, den darf man nicht unterschätzen. Und deswegen muss man vor allem einen langfristigen Gewöhnungsaspekt reinbringen und langfristig den Kunden in verschiedene Kanäle führen, um dann konsequent Geld dafür zu verlangen. Nicht nur die Süddeutsche verlangt nun Geld. Von 329 Zeitungen in Deutschland haben nun schon 105 eine Paywall, also eine Bezahlschranke im Internet. Eine Zeitung setzt dabei auf freiwillige Bezahlung, die Taz. 63 bieten nur einzelne Inhalte kostenpflichtig an, im sogenannten Freemium-Modell. 36 haben im Mieted-Modell eine Bezahlschranke nach einer gewissen Anzahl von gelesenen Artikeln. Bei 5 Zeitungen muss für jeden Artikel hinter der harten Bezahlschranke gezahlt werden. Das gilt zum Beispiel für Lokalnachrichten aus Koblenz und dem Mittelrheintal. Diese Nachrichten gibt es nur bei der Rheinzeitung und auch im Internet nur gegen Bezahlung, ab dem ersten Artikel. Ein Wagnis, dass sich die Rheinzeitung nur als Platzhirsch trauen kann. Angefangen haben sie hier mit 10 Freiartikeln pro Monat, gingen dann auf 2 runter. Nur Printabonnenten haben freien Zugang. Für alle anderen gibt es seit Januar online nichts mehr kostenlos. Wir haben gesehen, 3/4 unserer Leser sind nie an die Bezahlschranke gestoßen bei 2 Freiartikeln. Und deswegen sind wir runter auf 0 gegangen. Das war schon ein Wagnis und wir hatten auch Befürchtungen, dass es da zu Shitstorms bei Facebook kommt. Kritische Kommentare gab es, aber auch Verständnis. Dennoch, allein in den ersten beiden Monaten verzeichneten sie einen Rückgang der Besucher auf der Seite um fast 1/4. Mit den niedrigen Zahlen gehen sie offen um. Sie stehen im Netz. Und die Redaktion übt sich in Optimismus. Die Rückgänge, die wir jetzt bei den Nutzungszahlen haben, seitdem wir die scharfe Bezahlschranke eingeführt haben, sind nun nicht so dramatisch, dass man sich das noch mal neu überlegen müsste. Wir haben auch bei der Werbung, die wir durchaus auf unserer Seite noch haben,
nun nicht solche dramatischen Rückgänge, dass man sagt, oh, das ist jetzt ein Einbruch. Genutzt wird die Seite vor allem von Abonnenten und die müssen nicht zahlen. Gekauft werden nur wenige Artikel. Und so hofft die Redaktion auf einfachere Technik. Doch die Hürde könnte trotzdem zu hoch sein. Man muss eben vorsichtig sein, dass man das austariert und eben nicht dann eine so große Hürde einzieht, was dann mit der Paywall gemacht wird, so nach dem Motto, du hast dich bisher gar nicht angemeldet, jetzt musst du aber alles angeben. Also von E-Mail und Passwort über Adresse bis hin zu Bezahldaten. Also da ist das Verhältnis relativ unausgewogen. Immerhin sieht Hoffmeister gute Chancen, die treuen Printleser auch fürs Digitale zu gewinnen. Ein Ziel auch von der Rheinzeitung. Und der Süddeutschen. Doch das wird nicht reichen, um den Rückgang im Print auszugleichen. Dafür braucht es neue Leser und neue Strategien. Geld könnten zum Beispiel nicht nur allein journalistische Inhalte bringen, sondern auch Service. Der Service kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Sie sagen, dass wenn Sie etwas downloaden wollen, ja, oder sich was merken wollen, dass Sie dafür zahlen. Sie zahlen also nicht für das Lesen des Contents, sondern für die Zugänglichmachung des Contents. Und da, glaube ich, wäre ein sehr guter Ansatz, Geld dafür zu verlangen, was im Fachbereich sehr gut schon funktioniert. Es könnte sein, dass der Service ist, individuelle Pakete zu haben, zu sagen, das interessiert wirklich nur mich und ich muss nicht lange suchen. Auch bei der Süddeutschen Zeitung will man sich genau anschauen, was die Kunden wollen und das neue Modell ständig anpassen, auch um das Risiko durch die Paywall gering zu halten. Wir können uns letztlich bei jedem Text überlegen, ist der exklusiv wirklich nur für Abonnenten? Ist es einer, der bis zu einer gewissen Grenze lesbar sein wird? Ist es vielleicht ein freier Text? Wie mischen wir das ab? Was präsentieren wir wie? Wir können da sehr viel experimentieren und das ist das Wesentliche an unserem Modell. Es ist eines, wo wir experimentieren, sodass wir Leser eben nicht verprellen, weil wir Leser ja eben werben wollen. Kurzfristig erwarten Sie bei der Süddeutschen trotzdem keine Wunder vom Digitalmodell. Die Bezahlschranke ist also eher der notwendige Versuch, die Zukunft der Zeitung zu sichern, nicht nur finanziell. Es ist eben in Wahrheit kein Bezahlmodell, es ist auch ein journalistisches Qualitätsmodell. Am Schluss werde ich für Journalismus nur dann Geld verlangen können, wenn ich wirklich auch Qualität liefere. Nur wenn die stimmt, schreckt die Bezahlhürde Leser nicht ab und kann so die Grundlage für neue Geschäftsmodelle werden. Nur zu hoch darf sie nicht sein. Afrika hat eigentlich nur schlechte Presse. Korruption, Seuchen, Religionskriege. Kurz Barbarei und ein bisschen hübsche Exotik. Afrika ist aber auch der Kontinent mit der größten wirtschaftlichen Entwicklung und einer aufstrebenden Kunstszene. Die internationale Kunstsammlerkarawane hat sich auf den Weg nach Afrika gemacht. Einer der profiliertesten Sammler zeitgenössischer afrikanischer Kunst ist der deutsche Industrielle Jochen Zeitz. Seine Sammlung gilt als die größte und bedeutendste weltweit und er will sie einem künftigen spektakulären Museum in Kapstadt schenken. Ein Museum auf Augenhöhe mit den renommierten Museen der Welt. Ein Anfang, Afrika endlich mit anderen Augen zu sehen. Er ist einer von ihnen, der Kapstädter Kaya Witbui. Einer der bis anhin unbekannten afrikanischen Künstler, die langsam von der internationalen Kunstwelt entdeckt werden. Doch trotz Erfolg möchte Witbui als Künstler weiterhin authentisch bleiben und sich seinen Themen Menschenrechte und Meinungsfreiheit widmen. Wir wollen Geschichten erzählen und uns nicht einfach nur gut verkaufen. Wir wollen keinen Hype, sondern nur wir selbst sein. Die Kunst muss immer in Bewegung bleiben und sie muss leben. Kaya Witbuis Bilder werden heute für bis zu 10.000 Franken verkauft. The Show Must Go On heißt ein Werk von ihm auf der Kunstmesse Kapstadt. Ein Millionär im T-Shirt. Jochen Zeitz ist industrieller, Mäzen und bedeutendster Sammler zeitgenössischer afrikanischer Kunst, die man noch viel zu wenig kennt. Deswegen wurde es ja auch mal Zeit, dieses in Anführungszeichen Klischee, was afrikanische Kunst ist, auch mal zu verändern. Kürzlich hat sogar eine Art Newspaper geschrieben, Schnitzkunst aus Afrika. Und da musste ich natürlich schmunzeln. Afrika und afrikanische Künstler haben sehr viel zu bieten, gerade was zeitgenössische Kunst anbelangt. Und ich fand, dass es an der Zeit war, dem wirklich ein Zuhause zu geben. Hier nämlich, in diesem Kapstadter Getreidespeicher von 1920, soll ein Museum mit Weltruf entstehen, mitfinanziert von Jochen Zeitz. Dieses Haus soll afrikanische Kunst international sichtbar machen und ist als Non-Profit-Unternehmen auch als Ort der Bildung gedacht.
eine Herzensangelegenheit von Jochen Zeitz. Die Faszination für Afrika, die Vielfalt, drückt sich in der Kunst aus. Der künstlerische Aspekt für mich, und jetzt eine Kunstsammlung aufzubauen, kam viel später. Aber die Faszination für den Kontinent, für die Menschen, für die Historie, für die Natur, für die Kreativität hat für mich beruflich, aber privat eine immer wichtige Rolle gespielt. Daraus eine Kollektion und ein Museum zu machen, das ist jetzt eine Idee, die erst 10 Jahre alt ist und die aber für mich logische Konsequenz meines Afrika-Virus, der mich damals gepackt hat, auch geworden ist. Ein Kuhfell von Nondifa Mutambo. Eine Anspielung auf Kühe als Brautpreis. Afrikanische Künstler sind oft politisch und gesellschaftskritisch, nehmen Einflüsse der Street Art auf, spielen mit den unterschiedlichsten Medien. Die Kunstmesse in Kapstadt, die es seit 2013 gibt, ist für sie eine wichtige Plattform. Einige der Künstler hier sind bereits auf dem Weg, internationale Shootingstars zu werden. Jochen Zeitz entdeckt eines der Werke von Ibrahim Hama, einem ghanaischen Künstler. Sie sehen hier in der Kunst, sehen Sie ja auf den Händen eine Tätowierung. Und es ist so, dass eben auf diesen Kaffeeplantagen oftmals Frauen arbeiten, die gar keinen Pass haben. Und der Künstler, und die einzige Möglichkeit zu identifizieren, ist eine Tätowierung. Ist ja eigentlich eine schreckliche Geschichte, wenn man sich das mal vorstellt. Man weiß ja, dass auch in Kaffee-Tee-Plantagen im Bereich Schokolade ist ja auch, gibt's viel Kinderarbeit, gibt's viel Sklavenarbeit heute noch auf der Welt. Und da spielt Afrika sicherlich auch noch eine Rolle. Und ich glaube, der Künstler will hier auch versuchen, eine klare Botschaft zu setzen. Die Waterfront in Kapstadt. Symbol für den wirtschaftlichen Aufstieg Südafrikas. Touristenmagnet und boomendes Geschäftsviertel. Hier, wo auch die rasant wachsende afrikanische Mittel- und Oberschicht verkehrt, soll das Zeitz-Museum zu stehen kommen. Als Multiplikator für ein neues afrikanisches Selbstbewusstsein. Das Zeitz-Museum wird ganz Afrika verändern. Es ist eine Verbeugung vor dem 21. Jahrhundert. Studenten werden sich in diesen Räumlichkeiten bewegen, über die verschiedenen Arten Kunst zu machen, nachdenken. Ein Museum von diesem Kaliber wird eine enorme Ausstrahlung haben. Vorerst feiern hier Afrikas Reiche und Schöne, die sich über den prosperierenden Kunstmarkt freuen. Doch ob der kommerzielle Hype auch den Künstlern gut tut? Man kennt die Entwicklung aus anderen Ländern. Irgendwann verliert die Kunst an Kraft und verkommt zur Wertanlage. Eine ungute Entwicklung, findet Zaungast Marius Müller-Westernhagen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Nächste, was abgegrast wird. Was man mit China erlebt hat zum Beispiel. Und wo es dann wirklich auch so eine Massenproduktion auf einmal wurde, das wäre sicher nicht wünschenswert, weil genau wie das bei uns im Musikmarkt ist, wird auch der Markt der bildenden Künstler wurde immer mehr verkommerzialisiert und ich halte das einfach für gefährlich. Noch ist nicht aller Tage Abend, denn die Welt ist immer noch daran, Afrika und seine Künstler zu entdecken. Das Kunstmuseum Bern ist nach Ansicht des Amtsgerichtes München rechtmäßiger Erbe der Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt. Das Gericht lehnte heute den Antrag einer Gurlitt-Cousine auf einen Erbschein ab. Die Cousine hatte nämlich eingewendet, dass Cornelius Gurlitt, als er sein Testament aufsetzte, nicht mehr testierfähig gewesen sei. Das hat das Gericht abgewiesen. Und jetzt weiter mit den Tipps der Kulturzeit von Claudia Buzin. Laura war meine beste Freundin. Ich werde mein ganzes Leben mich um deine Tochter Lucie und ihren Vater David kümmern. Claire ist untröstlich, als ihre beste Freundin stirbt. Seit ihrer Kindheit waren die beiden unzertrennlich. Im Leben so ein Tod. Du ziehst ein Kleid an? Claire und ihr Mann wollen David auf andere Gedanken bringen. Claire fühlt sich zu David hingezogen. Es wird mir gut tun, ein bisschen Zeit für mich. Beginnt sie eine Affäre mit ihm? Es wird schon. Außerdem sind wir für dich da. François Ozons Film Eine neue Freundin bricht die Geschlechterrollen auf. Eines Tages macht sie eine irritierende Entdeckung. Bonjour, Madame. Wird David für Claire eine neue Freundin?
Ab heute in Deutschland und der Schweiz, ab 10. April in Österreich. Von Kokoschka, dem frühen Expressionisten, bis zu den neuen Wilden. Eine Ausstellung in Salzburg zeigt jetzt einen Querschnitt durch das expressionistische Schaffen in Deutschland und Österreich. Anders als beim deutschen Expressionismus spielt beim österreichischen das psychologische Moment eine wichtigere Rolle als die Farbe. Die ist eher gedeckt. Die frühen Expressionisten und die jungen Wilden der 1980er Jahre verbindet vor allem eines, das Emotionale und Rebellische. Dieser Baselitz ist zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Einblicke in die verschiedenen Spielarten einer Stilrichtung im Museum der Moderne im Rupertinum bis 21. Juni. Mit Björk und anderen großen Stars hat er Covershoots und Musikvideos gemacht. Der dänische Fotograf und Regisseur Pierre Winter. Fotos aus 30 Jahren kreativer Schöpfung sind jetzt in einem Bildband zu sehen. Nothing beats reality. Das ist auch das berufliche Credo von Winter, denn er verzichtet weitestgehend auf digitale Bearbeitung. Szenen wie aus Hollywood, doppeldeutig, schräg und voll von schwarzem Humor, zeitlos und authentisch. Nothing beats reality von Pierre Winter. In Berlin ist man ja mit Kostensteigerungen vertraut. Heute betrifft es die Berliner Museumsinsel. Das geplante Empfangsgebäude wird um fast 35 Millionen Euro teurer als gedacht. Die neuen Mehrkosten entstehen unter anderem durch den schwierigen Baugrund. Die Gesamtkosten von über 135 Millionen Euro wären dann fast doppelt so hoch wie erwartet. Was verbindet den Jazzmusiker Pat Metheny mit den Fantastischen Vier oder Chaka Khan mit Klaus Doldinger? Der Mann am Schlagzeug, Wolfgang Haffner. Nach Jahren des Exzess und der pausenlosen Arbeit erlitt Haffner im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt. Und deshalb heißt sein neues Mantra Cool Down. Ein passender Name für Deutschlands coolsten Schlagzeuger. Funk, Latin, Swing oder Rock. Er mag viele Stile, Schubladen eher nicht. Du bist Jazz-Schlagzeuger, du bist Rock-Schlagzeuger, du bist... Wieso? Man kann alles machen, muss es richtig machen und aus tiefstem Herzen. Und das ist auch meine Herangehensweise an Musik. Die hat er von seinem Vater, einem Kirchenmusikdirektor, der Bach verehrt, und seinen Sohn eines Tages mit einem Schlagzeug überrascht. Ich kann dir zwei Rhythmen zeigen. Das eine war der sogenannte Rock-Rhythmus, hat dann genannt. Das war bum, bum, bum. Und dann den Jazz-Rhythmus. Ding, check, ding, check. Dann saß mein Vater da und hat mir das vorgespielt, werde ich nie vergessen. Er schenkt ihm die erste Jazzplatte, Dave Brubeck. Die zweite Platte war Modern Jazz Quartet. Und dann die dritte war Kind of Blue von Miles Davis. Kind of Blue, die meistverkaufte Jazzplatte mit einem zeitlosen, ewig coolen Sound, den der Drummer nie vergisst. Sein neues Album heißt Kind of Cool. Für uns hat er Freunde aus der NDR Big Band gebeten, einige Titel live zu spielen. Der junge Haffner macht es seinen Vorbildern nach, lebt Musik, fällt nach dem Schulabschluss direkt in den Tourbus. Die Eltern bleiben cool. Dann der Anruf. Der Albert Mangelsdorf ist am Telefon. Und Albert Mangelsdorf kannten sie zwar nicht von der Musik her, weil das war ja schon ziemlich progressiv, aber man kannte Albert Mangelsdorf, weil einer der berühmtesten deutschen Jazzmusiker. Ein paar Tage später übrigens Max Greger angerufen, das gleiche Spiel. Und da dachten meine Eltern, glaube ich, auch so, okay, unser Sohn könnte es schaffen. Durchbruch mit Funk und Fusion. Seine Beats überzeugen Topstars wie Klaus Doldinger, Bob James, die Wrecker Brothers, Nils Landgren. Sogar Chaka Khan. Keine Schubladen.
Über Nacht springt er bei Fanta 4 ein, als sich deren Drummer an der Hand verletzt. Sonntag früh saß ich im Nightliner mit den Fantas. Ich weiß noch, der Michi Beck steht außen auf dem Bett aus und sagt, wer bist denn du? Da habe ich gesagt, hallo, ich spiele heute Schlagzeug. Und jetzt zurück zu den großen Alben der Jazzgeschichte. Allesamt Genieblitze. Reduziert, inspiriert, eingespielt in wenigen Stunden. Bei Kind of Cool läuft es genauso. Ich habe dann alle Layouts eigentlich in die Tonne getreten. Und wir sind einfach ins Studio und haben gesagt, so, hier sind die Leadsheets, also einfach halt Melodie und Harmonien. 1, 2, 3, 4 los. Und es hat sich keiner beschwert. Jeder hatte Spaß. Wir waren alle mit breiten Grinsen da drin.